Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Summon-Video. Nachdem wir nun endlich in Part 3 angekommen sind vom 5-jährigen Jubiläum, haben wir es geschafft und endlich alle 55 Tickets vom Event bekommen. Und das heißt, wir bekommen jetzt eine Multi-Summon mit einem mindestens legendären Charakter, also ein LR-Charakter. Es ist aktuell gerade wieder abends, wo ich diese Aufnahme starte, an dem Tag, wo wir das letzte 55. Ticket bekommen haben. Und das heißt, ich habe natürlich den ganzen Tag schon wieder in etlichen Facebook-Dokan-Gruppen gesehen und auf Twitter, wie entweder Leute 2 bis 3 LR gezogen haben oder einfach nur irgendein LR, wo sie sagten, ist doof, den wollte ich gar nicht. Also es gibt Mimimi-Posts wie auch, egal, ich habe 3000 auf einmal gezogen, keine Ahnung, also übertrieben. Deswegen, ich bin mal gespannt, was ich ziehen werde oder was wir jetzt hier live im Stream ziehen werden. Wenn ihr auch gesummelt habt heute, dann postet doch mal bitte in den Kommentaren, was ihr gezogen habt, ob ihr zufrieden seid oder eher weniger. Ich meine, es ist halt schon sehr cool, weil man halt bei dem Event jetzt wochenlang darauf hingearbeitet hat, endlich diese 55 Tickets zu erhalten. Von daher hat man beim Erwartungslevel halt schon große Erwartungen, möchte ich meinen. Aber es ist und bleibt halt immer ein Glücksspiel. Deswegen kann es auch sein, dass man halt einen LR zum Beispiel bekommt, den man gar nicht möchte oder den man schon auf 100% hat. Aber das Glück ist hoffentlich bei uns und ich würde mir sehr gerne wünschen den Tech Broly oder Khalifa und Kale oder eventuell auch Zamasu und Goku Black. Ja, also am liebsten würde ich Broly haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt unseren Multi-Summon im 55 Special Summon Ticket vom 5. Anniversary. So, ich drücke drauf und jetzt gibt es kein Zurück mehr, Leute. Bekommen wir eine Animation, ist die erste Frage. Nö. Schau mal, random Charaktere. Okay, 3, 2, 1, Pull. Oh, zumindest diese neuen Bilder. Super Saiyan God, das könnte schon mal gut sein. Oder das ist, weil man sowieso einen LR bekommt, das weiß ich jetzt nicht. So, wir starten mit einem SR Trunks. Ein Dabra. Ich weiß gar nicht, wie viele Einheiten man hier bekommt. Insgesamt. Kriegen wir ein Fake-Out? Ich weiß es nicht. Ja. Den Trunks hatten wir gerade schon mal. Wunderbar. Also erstmal sieht es nicht so großartig aus. Ja, bisher auch noch kein Fake-Out. Oh, die machen es spannend. Oh. Dass da überhaupt Rare-Charakter dabei sind, finde ich jedes Mal eine Frechheit eigentlich. Oh. Also bisher nicht mal ein SSR, was mich auch schon wundert. Gehen wir hier mit einer Enttäuschung raus? Wir machen mal ein bisschen schneller das Ganze. Warum bekommen wir die ganze Zeit so viele Charaktere aus der Freezer-Saga? Kann jetzt bitte mal was kommen? Ich sag's euch, wir kriegen am Schluss gleich einfach den Free LR hier. Bitteschön, viel Spaß, das war's. Oh, Super Saiyan 2 Goku, Tech. Ist das deren Ernst? Der ist auch scheiße. Oh Gott, bitte lass es einen guten LR sein, dass der richtige Scheiß am Anfang jetzt hier einfach dann vergessen wird. Ich habe leider nicht mitgezählt, deswegen weiß ich gar nicht, an welcher Stelle ich bin. Der LR kommt safe am letzten. Ich kann nicht hinsehen. Das gibt's doch nicht. Das dauert ganz schön lange. Das ist. Oh, noch ein SSR. Schön.
Gut ist er jetzt nicht, aber... Pff. Bin mal froh, dass er überhaupt mal SSR steht und nicht nur SR oder Rare. Jawoll! Nice! Richtig geil! Okay. Das war's dann wohl. Nice! Okay. Ein Error! Alles kaputt! Daten gelöscht! Was ist denn jetzt los? Okay, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit auf, weil ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt passiert. Kompletter Multi gelöscht, alles nochmal neu. Pass auf. Oder wir behalten die Charaktere. Was war das denn jetzt? Okay, wurde auf jeden Fall gespeichert. Richtig geil, richtig geil. Aber Broly oder die, das sind so meine Favoriten LRs von den neuesten so, von den neuesten, die ich unbedingt haben wollte, die mir noch fehlten. Also ich bin auf jeden Fall mehr als zufrieden. Kale und Khalifa sind mega, mega cool. Feier ich, hardcore. Kann ich auf jeden Fall ein cooles Team drum bauen und wird dann demnächst auch direkt auf Maximalstufe gebracht. Aber jetzt gibt es noch ein Extra, weil ich noch nicht in dem neuen Banner von Broly und Rosé gesummoned habe, mache ich das jetzt auch noch in diesem Video. Das heißt, wir machen zwei Summoning-Videos hier in einem. Wir haben 54 Tickets, das heißt, ein Multi hauen wir da noch raus. Nachdem der gerade, dieser 55er-Multi, so bis auf den LR, eigentlich scheiße war, so gut Deutsch, versuchen wir unser Glück hier nochmal. Und wie gesagt, es ist ein Glücksspiel, auch hier kann Scheiße rauskommen, aber vielleicht haben wir was Cooles. Krillin und Goten... Da hätte ich lieber nur Krillin gehabt, das ist dann wenigstens eine Animation, aber so... Wenigstens haben wir Rainbow Release. Bekommen wir einen Crackscreen? Ja, einmal? Einmal, okay. Bleibt bei einmal. Haben wir mehr Glück als gerade? Kriegen wir... Ich weiß nicht, ist das jetzt safe einfeatured bei der Animation? Ganz doll belastend. Ganz doll belastend. Ja. Egal, ich gucke lieber noch weiter unseren, hoppla, unser Kale Khalifa Charakter an. Ach, ich bin voll durch den Wind gerade. Hier, da, nein. Ach Gott, Leute. So. Vergessen wir, dass jetzt so viele Tickets draufgegangen sind für sehr viel Scheiße. Das ist unser Charakter aus dem Video. Ich bin damit zufrieden. Punkt. Mal gucken, wann wir demnächst nochmal sammeln können in dem Broly und Rosé Banner. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Stones sammeln und dann nochmal ein Video machen, wo ich dann in diesem Banner sammeln werde. Und ansonsten bin ich gespannt, was das nächste Banner sein wird. Ich bin da jetzt gar nicht so auf dem neuesten Stand, was da noch kommt. Ich würde mir ja sehr gerne wünschen, dass wir auch diesen LR Goku und Vegeta bekommen von dem Turnier der Kraft. Sieht schon sehr geil aus. Der ist ja jetzt seit ein paar Wochen erstmal auf JP. Ich würde mir sehr gerne auf Global wünschen, auf jeden Fall. Was ist denn euer Wunschcharakter und wie war euer Glück beim Summoning? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr bei dem 55er Banner rausbekommen habt, ob ihr zufrieden wart oder ob ihr lieber einen anderen Wunschcharakter gehabt hättet. Ich verabschiede mich mit dem Video und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da oder ein Abo. Ich würde mich freuen. Und wenn ihr mal bei Livestreams vorbeischauen wollt, einfach www.twitch.tv/StrikerCosplay. Aber alle Social Media Sachen sind eh unterhalb des Videos verlinkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Maus, hallo.